Heute reden wir über Terrorangriffe der Hamas in Israel und was das für die Menschen in der Region bedeutet. Wir diskutieren über die Predator Files, die aufzeigen, wie Spionagesoftware unkontrolliert verbreitet werden könnte. Und wir schauen an, was wir in den nächsten zwei Wochen Wahlkampf noch vor uns haben. Mein Name ist Matthäa. Ich bin Cedric. Das ist Meyer Wermuth am 9. Oktober 2023. Heute müssen wir über das reden, was am Wochenende passiert ist, die Terrorangriffe der Hamas in Israel. Bilder, die schwierig zu verarbeiten sind. Ich habe das am Samstag, ich bin den ganzen Tag mit Wahlkampf beschäftigt, ich habe das wirklich nicht mitbekommen, erst dann am Abend dann gesehen, was passiert ist. Und ich muss sagen, es passiert mir nicht so oft zugegebenermassen, aber recht schwierig finden, auf das zu reagieren. Schockiert, Tote, offenbar die Angriffe auf Zivilisten, wo man gesehen hat, dann Entführungen von Kindern, die Unbeteiligte sind, eine massive Planung dahinter, sehr systematisch, die Zivilbevölkerung jetzt auch massakriert und reingezogen in eine Dimension, in die Terrorangriffe, die schon einzigartig sind in dieser Grössenordnung. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ich bin recht, muss sagen, das hat wirklich am Wochenende gerade etwas ausgelöst. Ich finde es schwierig zu verarbeiten. Ja, es ist super schockierend, auch mit welcher Brutalität vorgegangen wird. Du hast gesagt, Menschen, die entführt werden, wo man bis heute nicht weiss, Hunderte von Menschen, die entführt worden sind, wo man nicht weiss, was jetzt mit denen passiert, wo die jetzt auch sind, wie es denen geht. Kinder, die umgebracht worden sind. Die Bilder von einem, es ist ein Festival gewesen, wo offenbar Hunderte von Menschen tot gewesen sind. Noch viel, viel mehr haben müssen flüchten, traumatisiert auch sind. Es ist sofort natürlich eine Debatte, wo man hin und her gerissen ist. Man probiert, die erste Aktion ist, glaube ich, sehr menschlich. Also zumindest die das Gefühl gehabt, warum und wie, was kann man machen, zum Schützen. Und ich finde das etwas vom Schwierigsten. Also ehrlich gesagt, ich merke, seit ich Vater bin, sich das nochmal verändert hat. Ich vertrage die Bilder sehr schlecht, wo Kinder geführt werden, wo Eltern sich meldet am Fernsehen, wenn man immer gerade Bilder von der eigenen Familie hat, was das könnte bedeuten. Mhm. Und dann die Hilflosigkeit. Also schon das Gefühl zu haben, man ist ja doch gewählter Parlamentarier, Co-Präsident von einer Partei, aber in dieser Situation so weit weg davon, irgendetwas können zu machen. Und wo man sich schon fragt, natürlich müssen wir nachher darüber reden, fragen, warum und wieso und woher kommt das, aber an welchem Punkt muss auch jemand sein und wie radikalisiert ist man, dass man das anderen Menschen kann Hass, oder das ist wirklich absolut brutal. Und das mich schon beschäftigt, ist aber auch, ja, wie es jetzt in dieser Region auch weitergeht. Das ist ja quasi, hinter der Hamas steht auch ein Iran, der Interesse hat, der seit einem Jahr die eigene Bevölkerung, insbesondere dort auch die Frauen, brutalst behandelt. Und quasi dort ja auch jetzt wiederum Finger im Spiel hat bei diesen Terroranschlägen oder diesen Terrorangriffen in Israel. Ich finde, es sind wie die verschiedenen Ebenen, die man sauber muss trennen und wie jetzt teilweise natürlich auch in der Debatte schon wieder vermischt werden. Und das hilft einfach nicht. Das eine ist, glaube ich, das Erste ist wie klar, es gibt gar nichts anderes, als das in aller Härte zu verurteilen. Auch wenn man weiss, dass das den Menschen leider vor Ort nicht viel nützt, aber ganz klar zu sagen, das geht nicht. In jeder Situation, egal von welchem Kontext, gilt der Schutz von Zivilpersonen, wo man sich daran halten muss. Man kann nicht einfach selbst in einem Konflikt irgendwas machen. Und es gibt Grenzen vom menschlich Denkbaren, die sind überschritten worden, keine Diskussion. Und dann das Zweite ist genau die Diskussion, wo du sagst, was ist quasi, welche Interessen sind dahinter? Der iranische Einfluss, den wir übrigens seit Monaten auf Druck zum Glück von der iranischen Exilbewegung, muss man auch sagen, versucht haben, in die Parlamentbewegung zu bringen, dass man den Einfluss von dem islamistischen Regime zurückdrängt, Russland, wo Interesse hat in dieser Region, wo jetzt auch mitspielt und was Interesse hat an einer Destabilisierung, ist völlig klar, von dieser Region und anderen Konfliktherden. Und drittens natürlich, und das ist die Schwierigkeit. Also wie der Iran übrigens auch, nicht nur Russland hat Interesse, und der Iran natürlich auch das Interesse, dass die Region noch destabiler wird, als sie eh schon ist. Und drittens natürlich, und das ist sicher die schwierigste Diskussion, die auch innerhalb von der Linken seit Jahren, nicht nur von der ganzen Gesellschaft, schwierig ist, in welchem Kontext passiert das? Oder von dem jahrzehntelangen
Konflikt, wenn man es neutral nennen will, aber wenn man es anders muss sagen, wo von einer Art und Weise, wie auch natürlich die israelische Macht immer wieder in den palästinensischen Gebieten, in den besetzten Gebieten umgegangen ist. Wie gehört das in den Kontext? Braucht es eine Erklärung, eine Einbettung? Ich finde das wirklich sehr eine schwierige Debatte, aber man kann sich nicht davon drücken. Das eine darf das andere auch nicht ausblenden. Nein, ich finde, man kann sich nicht davon drücken, darf es nicht davon ausblenden. Ich glaube, das, was ja immer im Zentrum muss stehen, sind die Menschen. Mhm. Die Menschen sowohl in Israel, die jetzt unter diesen Angriffen leiden, die Angehörigen verloren haben, selber irgendwie Angst haben um ihre Situation in den nächsten Tagen oder Wochen, und auch die Menschen im Gazastreifen, die einfach auch zum Spielball werden oder worden sind, jetzt über Jahrzehnte hinweg, einerseits von der islamistischen Hamas, die sie missbrauchen, klar. Oder wo die Bevölkerung dort auch, es sind rund 2,3 Millionen Menschen, die in Gaza unter miserabelsten Bedingungen leben, quasi auch missbrauchen, und eine extreme israelische Regierung, die ebenso quasi ihren Teil dazu beiträgt, dass der Mensch in Gaza ohne Perspektive quasi seit Jahren auch dort leben müssen. Und in Israel gibt es auch interessant, ich habe versucht, gestern vieles nachzulesen, eine ganz heftige Debatte zum Beispiel über die Rolle von der Regierung und über die Verantwortung. Und ich habe immer ein bisschen Mühe, ich muss das offen gestehen, sagen, dass das da, vor allem gerade, ich glaube, Social Media, und das ist halt der schlechte Ort, um so Sachen auf Social Media diskutieren, so gegeneinander ausgespielt wird. Mhm. Also so der Versuch, einander Sachen anzuhängen, entweder ist man auf der einen oder auf der anderen Seite, was in dem Konflikt wirklich nicht gerecht wird. Und ich finde, es ist völlig legitim, in aller Härte und Schärfe zu sagen, die Terrorangriffe, die gehen nicht. Ich will nichts zu tun haben, niemand, glaube ich, etwas zu tun haben, was einigermaßen mit Trost ist, mit einer islamistischen Organisation. Und trotzdem zu sagen, wir müssen auch die Frage stellen, wie gehen wir in Zukunft damit um, wie lösen wir in Anführungs- und Schlusszeichen das Gewaltpotenzial auf. Und das hat logischerweise mit dieser Geschichte zu tun, mit der Art und Weise, mit Palästinenserinnen und Palästinensern umzugehen, die nicht geht von der israelischen Regierung. Übrigens, wo ja auch wegen dem in den letzten Wochen und Monaten in Israel selber unter anderem unter Druck gekommen ist, grosse Demonstrationen gegen die Regierung Netanyahu, wo die sozialen Rechte auch von der israelischen Bevölkerung vernachlässigt hat. Und die ganz verschiedenen Ebenen von der Diskussion sauber auseinanderzuhalten und das jetzt nicht wirklich der Vorwurf kommt von der Relativierung. Der nicht weil er relativieren, ja, der kommt nicht, extrem das geht überhaupt nicht, sondern sorry, ich habe dich unterbrochen, nein, aber zum sagen, es, und da, glaube ich, spielt die internationale Ebene eine zentrale Rolle. Wie kann man den jahrzehntelangen Konflikt endlich lösen? Wie kann man dort endlich in die Region irgendwie, dass die Menschen können friedlich leben? Und da spielt natürlich das Völkerrecht eine zentrale Rolle. Ich bin extrem froh, dass der Sicherheitsrat, jetzt unter anderem auch der Arne Berset, heute Morgen ja Stellung genommen hat dazu, relativ klar auch Stellung bezogen hat, dass die Gewalt muss stoppen, dass es eine internationale Lösung auch braucht für Israel und für Palästina. Und gleichzeitig, das vorhin kurz angesprochen, so die, wir sind so Parlamentarierinnen und Politikerinnen, die Hilflosigkeit, oder? Ich finde, es ist jetzt sehr schnell wiederum sind so Lösungen ins Spiel gekommen. Man muss jetzt Hamas verbieten. Wir können gerne über das diskutieren, aber ich finde, die Lösung müssen ja eigentlich immer dazu führen, wie können wir dafür sorgen, dass den Menschen dort besser geht. Und wenn jetzt da insbesondere auch von rechter Seite geschrien wird und sagt, wir müssen jetzt alle Hilfslieferungen in Gaza, nach Gaza stoppen, dann hat man den Kind, der dort schon seit Jahren leidet, auch nicht geholfen. Im Gegenteil, man treibt irgendwie durch eine Radikalisierung vorweg, die sicher nicht friedensfördernd ist für die Region. Also muss man beides machen, völlig einverstanden. Also einerseits ist klar, so in diesen Geschichten muss man, wenn so etwas passiert, bereit sein, alles offen zu prüfen. Ich glaube, die Offenheit müssen wir auch haben. Und wenn man wie sagt, es gibt eine Möglichkeit, Finanzierungen zum Beispiel von Terror oder von Terrororganisationen zu unterbinden, dann muss man das anschauen. Was aber nicht darf sein, ist, dass der billige Ausweg einfach ist, wie du gesagt hast, dass man jetzt populistische Forderungen in den Raum ruft, die unmittelbar nichts helfen. Sonst muss wirklich eine Wirkung haben. Und ehrlicherweise muss man da auch sagen, habe ich ein bisschen Mühe, von welcher Seite das zum Teil jetzt gekommen ist. Weil, ich meine, dass die Schweiz ein Problem hat mit Terrorfinanzierung, weil ihr das Geldwäschereigesetz zu wenig scharf ist, das ist seit Jahren oder Jahrzehnten klar, kritisieren wir ja wieder, auch immer wieder. Und dass man das angehen muss, und ich meine, das ist
das Tragische, wenn das wenigstens würde helfen, jetzt Aufmerksamkeit auf den Punkt zu legen, dann sind wir sicher dabei. Aber es muss genau für das dienen und nicht einfach zu einer Polemik und dann öffentlich können sagen, wir haben etwas gemacht, obwohl wir gar nichts erreicht haben. Und die andere Frage, wie verhindert man jetzt eine Gewaltspirale? Oder, und was sich wirklich auch abzeichnet. Wir haben es vorhin diskutiert, was Hamas alles Schreckliches macht. Israelische Streitkräfte, die ganz offenbar das Médecins Sans Frontières Spital angreifen oder Médecins Sans Frontières, die sagen, wir können die Ambulanz nicht mehr brauchen, weil die Ziele werden von Airstrikes, wie heisst es, Luftangriff so. Ja, ich glaube, der Aufruf auf internationaler Ebene, das Völkerrecht muss von allen Seiten durchgesetzt werden. Angriff gegen die Zivilbevölkerung ist einfach nie und niemals zu rechtfertigen. Das kann man nicht genug betonen. Ich glaube, das muss man auch sagen, auf das hat es natürlich auch Hamas abgesehen. Also das ist ja ihre Legitimation, immer die radikalisierte Gruppe an der Spitze, die profitieren davon, wenn es eskaliert. Also die haben das nicht gemacht in der Hoffnung, dass nachher der Friedensprozess vorankommt. Wenn haben sie versucht, die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien zu boykottieren. Die wollen ja die Explosion von Gewalt. Wie sie von dem leben, oder? Ja, natürlich. Ich glaube, da muss die internationale Gemeinschaft auch eine Rolle spielen, weil das kann ein Staat wie Israel, der sich aus guten Gründen immer wieder massiv bedroht fühlt und jetzt ja auch leider den Beweis auf dem Tisch hat, kann das wirklich nicht allein lösen, wenn die internationale Gemeinschaft eben nicht die geopolitischen Spiele, die da gemacht werden, von der Hisbollah, du hast gesehen, vom Iran, von Russland, von anderen, nicht auch kann unterbinden. Das muss der Weg sein. Nochmal, als Schweiz kann man dazu aufrufen, ich bin ehrlich gesagt froh, ist die Schweiz im Sicherheitsrat, weil ich finde, sie hat jetzt in diesem konkreten Konflikt in den letzten Jahrzehnten relativ gute Arbeit geleistet. Man hat immer versucht, da zu sein, als Dialogplattform, wenn es irgendetwas gebracht hat. Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, man muss sich überlegen, kann man überhaupt noch Dialog weiterführen? Ja, muss man anschauen. Aber dass man versucht hat, mindestens mit minimaler humanitärer Hilfe in alle Palästinensergebiete zu kommen, ist sicher auch nicht einfach moralisch verwerflich. Ich war selber auch in Israel vor etwa 10 Jahren, nicht im Gazastreifen rein können, sondern im Westjordanland. Und das ist klar, man kann die Menschen auch nicht einfach sich selber überlassen. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht alles, finde ich auch wichtig, Hamas-Anhänger. Im Gegenteil, es gibt auch massive Auseinandersetzungen innerhalb von der palästinensischen Führung. Und eigentlich müsste man das Interesse haben, soweit es sie gibt, konstruktive Kräfte in der palästinensischen Bewegung zu unterstützen. Da hilft jetzt die aktuelle Führung auch von der Fatah und anderen nicht wahnsinnig. Die sind sicher Teil des Problems. Aber dort jetzt die Zivilgesellschaft sich selber zu überlassen, das finde ich rein sicherheitspolitisch auch extrem gefährlich. Übrigens auch die konstruktiven Kräfte in Israel zu unterstützen, ja, die schon seit Jahren auch auf den Frieden hinschaffen in dieser Region. Es ist sicher nicht das Letzte zu dem Thema, leider, ehrlicherweise, wo wir gesagt haben. Und es ist uns, glaube ich, allen klar. Und ich glaube, es alle heute sagen, es ist falsch zu behaupten, wir wüssten, was die einfache Lösung ist. Und es ist ein Dilemma. Man kann nichts anderes als das annehmen, über das diskutieren. Und wir werden sicher mal wieder da. Ein internationales Recherchenetzwerk, wo unter anderem auch die WOTS oder JournalistInnen von der WOTS beteiligt waren, haben einen Fall aufgearbeitet von einem ägyptischen Oppositionellen namens Ayman Nour. Er hat einmal als Präsident kandidiert, ist Menschenrechtsaktivist, hat dann müssen flüchten aus Ägypten, wohnt schon seit Jahren in Istanbul. Er hat vor ein paar Jahren vermutet, dass er abgehört wird. Ja. Dass quasi sein Handy gehackt wird, hat dann sein Handy einer Organisation gegeben, die das angeschaut hat und herausgefunden hat, ja, es stimmt, es hat Spionagesoftware auf seinem Handy drauf. Also er wird quasi beschattet oder abgehört. Sprich, der ägyptische Geheimdienst steckt dahinter und eben auch dahinter steckt eine Firma, die dem ägyptischen Geheimdienst die Spionagesoftware oder das Überwachungsinstrument verkauft wird. Die Firma ist ein internationales Netzwerk, das so Software betreibt, das Netzwerk von Firmen. Und da führen eben auch die Spuren bis in die Schweiz zu einem ehemaligen Geheimdienst-Mitarbeitenden, der den Wohnsitz unter anderem in der Schweiz hat und wo man eigentlich, wenn man das Schweizer Gesetz würde, richtig anwenden würde, wo verbietet, bewilligungslos Spionagesoftware zu vertreiben oder zu vermitteln, eigentlich müsste genauer anschauen. Ja, es ist wie so oft, oder? Also es hat da so eine schöne Grafik, das sehen jetzt die uns hören, nicht, aber in der WOTS lohnt sich wirklich, von letzter Woche anzuschauen, mit einem schönen Titel «Gebaut, um zu verwirren» und darunter ist das Netzwerk von Personen und Firmen aufgebaut und man sieht auf den ersten Blick, dass man eben nicht viel sieht, wenn man das nicht recherchiert. Also
verschachtelte Firmenstrukturen von Schweiz, Zypern, Irland ist, glaube ich, noch drin, andere Länder, wie man das entsprechend verschoben hat, wie man sich da dahinter versteckt. Also da hat jemand offensichtlich gewusst, was er macht, oder zumindest, dass das heikel kann sein. Im Text kommt dann auch vor, du hast es erwähnt, mehrere, sagen wir mal, mindestens dubiose Regierungen oder autoritäre Regierungen, die sich bedient haben. Ich glaube, Gaddafi ist auch noch drin. Ja, also Ägypten, mag mich erinnern. Vietnam. Vietnam ist drin. Dann hat es Geschichten in Libyen, dann nach dem Sturz von Gaddafi, die offensichtlich nicht einfach benutzt worden sind, um, sagen wir in Anführungs- und Schlusszeichen, gute Sachen machen, weiss ich was, eben Terrorabwehr beispielsweise, sondern Oppositionelle zu überwachen, Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten. Und das hat so einen Fall in dem Text, den ich recht krass finde, wo der Chef von dieser Firma in einem berühmten amerikanischen oder englischen Magazin Forbes ja, wo zeigen, wie man das macht. Er hat so einen Bus gebaut, wo er im Umkreis von 500 Metern kann mehr oder weniger alle Handys auslesen und innerhalb von Sekunden ja, alle privaten Fotos bei sich quasi nachher auf dem Computer hat. Und ja, du hast gesagt, Überraschung, Überraschung, mit grossen Spuren auch in der Schweiz hinterlässt. Und vor allem dort fragwürdig die Reaktionen auch von der Schweizer Behörde auf die Anfragen. Einerseits Staatssekretariat für Wirtschaft, wo wie immer mal zuerst behauptet, wir sind selbstverständlich nicht zuständig und wissen nichts davon. Und auch der Schweizer Geheimdienst, wo die Aussage dazu verweigert, ob sie selber so Software gekauft haben oder nicht. Kann alles heissen, also, ehrlicherweise, aber... Die hat ja zuerst, am Anfang hat ja das Wettpolis, glaube ich, und wo quasi... Bundespolizei, genau. Bundespolizei, genau. Aussagen verweigert hat und nachher hat die WOTS auf Basis vom Öffentlichkeitsrecht gefordert, dass sie quasi zu diesen Aussagen oder zu diesen Dokumenten kommen müssen, aber weiterhin quasi verweigert das Fedpol die Antwort darauf, ob sie selber auch so Spionage-Software im Einsatz hat und gekauft hat, auch von dieser dubiosen Firma, kann man glaube ich schon nennen, oder dem Firmenkonstrukt namens Intellex Allianz erworben hat oder nicht. US-Wirtschaftsmagazin. US-Wirtschaftsmagazin. Okay, jetzt hast du gerade in der Zeitung gelesen. Ich finde es ja schon krass. Ich glaube, in dem Fall von dem Ägypter ist es so gewesen, oder dem ägyptischen Menschenrechtsaktivist ist es so gewesen, dass er einen Link zugeschickt bekommt, der sehr zielgerichtet an ihn gegangen ist. Es ist um Ägypten und um Oppositionelle gegangen. Er hat den Link angeklickt und mit dem ist innerhalb von ein paar wenigen Sekunden quasi sein Handy gehackt gewesen und alle Daten übertragen worden. Man ihn aber nicht einfach nur quasi Daten übertragen kann, sondern glaube ich auch Kamera aktiv kann einschalten, Mikrofon kann einschalten, sprich alles eigentlich kann ablösen, was die Person sagt und macht. Und das finde ich schon beängstigend, wenn das auch also einerseits staatliche Behörden können, aber gleichzeitig auch private Firmen, wo das ist ja ein Milliardenbusiness, oder? Die haben auch Profitinteressen dahinter, die Firmen, warum die das machen. Und dann insbesondere aber eben auch an Staaten, an Geheimdienste liefern, wo nicht zu gut im Kopf haben, was Menschenrechtssituationen anbelangt. Vorwürfe sind hart, oder, die da gemacht werden von dem Recherchenetzwerk. Übrigens auch von EU-Parlamentarierinnen und Parlamentarier, also von Leuten, die sich das angeschaut haben in Untersuchungsberichten. Das sind zum Beispiel auch griechische Oppositionelle, Sozialdemokraten in dem Fall, offenbar abgehört worden. Und der Bericht, oder die den Bericht geschrieben haben im EU-Parlament, sagen ganz klar, man schaut teilweise bewusst weg von den europäischen Regierungen, weil man das, also wie man die Geschäfte will und wie man das wahrscheinlich auch in einem gewissen Maß selber einsetzt und es herrscht völlige Intransparenz. Du hast gesagt, die Schweiz hat mit Verweis einfach auf die nationale Sicherheit das nicht rausgegeben, die Information. Warum auch immer, kann auch sein, dass man nicht will, dass man nicht weiss, dass man sie nicht hat, die Software. Da kommt man auch nicht immer ganz draus bei diesen Geheimdiensten. Aber es fehlt und einmal mehr, der Beweis, es fehlt in der Schweiz etwas, was wir seit Jahren fordern, nämlich ein sogenanntes Register der wirtschaftlich Berechtigten. Also man könnte nachschauen, wem gehört eigentlich welche Firma. Genau. Das hätte man aufwendig müssen recherchieren. Es gibt ja noch eine zweite Verbindung in die Schweiz, also quasi nicht nur zu den Ex-Geheimdienstmitarbeitenden, wo lange Zeit, glaube ich, Chef war von dem Firmenkonglomerat, sondern auch Spuren zu einem Tessiner Treuhänder. Genau. Wo das Ganze verwaltet hat und wo quasi so als Berechtigte erscheint, aber man eben in der Schweiz keine Gesetzesgrundlage haben, leider nicht, wir kämpfen seit Jahren dafür, wo die wahren
Besitzstrukturen aufzeigt, wo quasi die wahren wirtschaftlichen Berechtigten wird aufzeigen. Das ist jetzt schon mehrfach ein Problem gewesen. Das ist bei den russischen Oligarchen ein Problem gewesen. Das zeigt sich jetzt wieder, dass es echt ein riesen Problem ist, ein riesen Schlupfloch auch, wo eben Geldwäscherei, so Finanzierungen von so Software oder Spionage quasi ermöglicht, wo über die Schweiz läuft, wie man einfach den Laschengesetz kennt. Du bist in der Das ist in der Wirtschaftskommission ist es in der Rechtskommission, wo die Fragen behandelt werden? Da geht es quasi um Kriminalprävention. Das ist im Geldwäschereigesetz. Das sind sogenannte Vordaten, beispielsweise beim Geldwäschereigesetz. Das kann man sich übrigens relativ simpel vorstellen, für die, die das ein bisschen kryptisch tönt. Das ist einfach ein Treuhänderin oder Treuhänder, der dann offiziell eingetragen ist im Handelsregister und wo niemandem sagt, zu wem gehört eigentlich die Firma am Schluss. Und das wetten wir, das muss offenlegen, das Tessiner Treuhänder wäre das zweite Mal, übrigens innerhalb von zwei Wochen in dubiosen Schlagzeilen. So wie man das mit einem kleinen Verweis an einen Präsidenten von einer anderen grossen Partei in diesem Land erwähnen. Wir haben übrigens Vorstösse. Es kommt eine Revision des Geldwäschereigesetzes. Wir sind international massiv unter Druck gekommen, weil die letzte Revision vor 2 oder 3 Jahren, korrigieren, ich weiß gar nicht. Nein, ist das schon länger her. Ohne Witz. Ja. Ist das noch auf jeden Fall. Aber ja, ich kann mich erinnern. Genau, wir waren schon im Parlament. Die ist wirklich ziemlich deutlich an internationalen Standards vorbei. Also sehr bewusst hat man genau das Geschäft geschützt von Treuhändern. Der Bundesrat hat sich, muss man ehrlicherweise sagen, auch die Rolli Maurer immer gewehrt, gesagt, das können wir nicht machen. Jetzt kommt Karin Keller-Sutter mit einer neuen Revision, aber mit ein paar Lücken. Zum Beispiel will sie schon so ein Register, aber nicht, dass es öffentlich zugänglich wäre. Und das ist natürlich nicht die Meinung von der Sache. Wir können genau, dann müssen die Journalistinnen und Journalisten halt wieder bei Öffentlichkeitsrecht das herausfinden, aber es wäre wirklich auch wichtig, das öffentlich zu machen. Die Anwälte hat mir dann, glaube ich, auch nicht unterstellen wollen, dass ein weiteres Schlupfloch gewesen. Auch das werden wir vermutlich nicht das letzte Mal diskutiert haben. Ist klein, vielleicht, aber in einem ein fortschrittlicheren Parlament als bisher. Das bringt uns zum dritten Thema. Heute in 2 Wochen sitzen wir am Tisch. Dann ist schon vorbei. Und wissen, was die Ergebnisse sind. Ja, genau. Ob sich der ganze Aufwand... Ja, jetzt wird es langsam richtig ernst. Bist du nervös? Also nervös. Ich finde vor allem, was mir jetzt nochmal auffällt, ist wie das völlig klar ist, jetzt langsam in breite Öffentlichkeit bewusst ist. Du hast mir das Gefühl, oder als Partei-Co-Präsidentin, wir sind irgendwie seit 2 Jahren am Vorbereiten von dem Wahlkampf und man trifft jetzt noch Leute und sagt, ja, stimmt, es sind Wahlen. Und irgendwie einfach das Gefühl, und wir sind im Kopf schon wieder bei den nächsten Abstimmungen oder so am Planen. Machen seit Wochen, Monaten nichts anderes. Ich habe es auch nicht so, wir haben gerade vor der Sendung darüber diskutiert, das stimmt wirklich, ich mache das nicht so ungern, ich habe eigentlich noch gerne Wahlkampf, zumindest jetzt diese Phase. Was ich wirklich nicht gerne habe, ist das vorher. Dass die Plakate machen und über blöde Sprüche und Fotos machen und so. Finde ich viel mühsamer als jetzt an den Ständen stehen und telefonieren mit den Leuten. Das ist anstrengend, klar, aber das ist dann wenigstens machst du etwas. Vorher ist das immer so theoretisch, alles die Vorbereitungsart. Und ich glaube, das überlegt man sich gar nicht, wenn man nicht selber Wahlkampf macht, wie monatelang das dauert, wenn man das vorbereitet. Oder? Also ich bin schon ein bisschen nervös. Und ich weiß auch gerne, wir müssen langsam auch wissen. Ja, das ist so ein bisschen. Aber ich verstehe, ich finde den Teil jetzt auf eine Art auch sehr motivierenden und schönen Teil vom Wahlkampf, weil es mit unglaublich vielen Begegnungen mit Menschen irgendwie verbunden ist. Oder eben, du hast gesagt, deine Standaktionen heute Morgen, das ist jetzt auch nicht der wunderschönste Teil vom Wahlkampf, am 7. Uhr morgen am Bahnhof stehen und Flyer verteilen, aber ich finde, das gehört wie auch dazu. Und selbst dort gibt es irgendwie so Momente, die auch mega schön sind, wenn so Leute sagen, nein, ich nehme den Flyer nicht, aber ich habe schon gewählt. Aber ich frage mich dann immer, stimmt das oder ist es eine Ausrede? Ja, aber ich habe jetzt ein paar Begegnungen im Kopf und das Gefühl, und die haben das jetzt mit einem Lächeln im Gesicht gesagt, wo ich zumindest mich motivieren, das ernst gemeint war. Was war das beste Telefon? Also wir machen ja viel Telefon, und das ist ein ganz wichtiger Teil von der Mobilisierung. Jetzt haben wir am Sonntag haben wir nicht telefoniert, am Samstag haben wir eigentlich den ganzen Tag praktisch. Den ganzen Tag. Haben wirklich auch viel schöne Begegnungen, viele Leute, die natürlich auch eine riesen Freude haben, dass quasi, Co-Präsidentin Leute da, sie können es zum Teil fast nicht glauben. Das nicht glauben. Ja, wirklich, das finde ich jetzt aber toll. Zum Beispiel einer, der gesagt hat, sie wähle Mitte, weil sie, glaube ich, irgendwelche Leute kennt, die bei der Mitte kandidieren, aber gesagt hat, sie fände das unglaublich sympathisch und toll, dass man quasi so sich noch bemühen, um mit Menschen zu reden. Aber eine von den schönsten Begegnungen am Telefon habe ich
letzten Montag mit einer, was hat sie gesagt, ich glaube, so einer 86-jährigen Frau, die wirklich so erzählt hat, wissen Sie, ich habe schon rote Zettel in Briefkästen verteilt als Kind. Einmal rot, immer rot. Das wechsle ich nicht mehr. Mit den Eltern. Wirklich so mega schön, ja. Ja so, und bei dir? Ja, es gibt zwei Sachen. Es gibt das eine ist, wie man so ganz in verrückte Situationen reinkommt. Ich bin am Samstag in Zofingen am Morgen am Telefonieren und jemand neben mir war am Telefon mit einer jungen Frau, die gerade am Weg ins Spital war, um ein Kind zu gebären. Wo du wirklich denkst, dann hast du gedacht, okay, voll im Leben, noch Zeit zum Telefon abnehmen. Schön, aber ich glaube, es gibt wirklich andere Prioritäten, verstehen wir. Und am und wählt die SP? Ich glaube, das Gespräch relativ schnell abgebrochen und in den Sommer gewonnen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz angemessen. Und andererseits, auch lustig, aber das war nicht am Samstag, das war an einem Abend unter der Woche, eine Familie, die ich verwünscht habe, die witzigerweise offenbar gerade dran war, am Diskutieren, was sie wählen sollen und mich dann auf Lautsprecher gestellt haben. Und dann hast du den Familienstreit wie mitbekommen am Tisch, was sie jetzt wählen sollen und können intervenieren. Und, zumindest haben sie behauptet, ich habe sie jetzt überzeugt, aber ich weiß nicht, ob es am Schluss wirklich geklappt hat. Ja, und ich finde ich viele Leute, die wie, auch Danke sagen für die Erinnerung. Wir verschicken ja zum Teil wie noch so Wahlerinnerung, wenn ja, sie das klar möchten. Und wir sagen, hey, ja, mega gern, weil es liegt zwar irgendwie parat auf dem Küchentisch, aber sie sind wie noch froh, dass man es... Da gibt es unter Leuten erklären, oder viele haben so das Gefühl, die Telefongeschichte, das klingt so, wie wenn Callcenter ist gar nicht so. Das sind normale SP-Mitglieder, die Telefon machen. Und die Erfahrung ist extrem, extrem positiv. Es macht wirklich Spass. Und ziehen wir jetzt nicht durch. Ja, und ich war jetzt wirklich auch schon ein paar Mal gewesen. Ich muss sagen, ich glaube, für uns ist es vielleicht fast einfach. Wir können sagen, wer wir sind, wer der Name ist. So, viele Leute wissen das dann auch. Aber wir haben so viele einfach Mitglieder von der SP, die ansitzen, einen Samstag lang oder einen Abend und einfach für die SP telefoniert. Und bei diesen Gesprächen zuzulassen, das finde ich wirklich auch extrem motivierend. Und ich bin schon auch beeindruckt über all die Menschen, die irgendwie das und oft die gleichen, die nebenan auch noch flyern am Samstag und sonst noch Verantwortung übernehmen. Also, das sind wirklich sehr engagierte große Dankbarkeit, dankbar sind, dass wir den Wahlkampf mit ganz vielen Leuten tragen. Zwei Wochen. Und dann kommt es hoffentlich gut. Was wirklich wichtig ist, wir wissen aus allen Umfragen, dass unser Hauptproblem ist, dass alle, die sich könnten vorstellen, links zu wählen, nicht so fleissig gehen wie andere und das er droht, die SVP zuzulecken. Das hat, glaube ich, die Umfrage gezeigt. Und das Einzige, was man dagegen machen kann, ist, selber wählen und SP wählen. So habe ich auch eine 18-Jährige am Telefon überzeugen, dass es Gouverne jetzt trotzdem nochmal führen nimmt und es nicht so kompliziert ist. Alle, die es noch nicht gemacht haben, wir beantworten jetzt gerade noch Hörerinnen und Hörerfragen. Das langt, um das Wahlgouverne auszufüllen und nachher auf die Post springen. Genau. Kommen wir zu unseren Fragen. Genau. Cedric, gehst du gerne in die Arena? Hey, gemischt, ganz ehrlich. Es gibt manchmal Abende, wo ich das Gefühl habe, ich habe Lust auf politische Debatten und manchmal auch ehrlich das Gefühl, hey, ich hätte jetzt echt besser zu tun, als schon wieder mit den bürgerlichen Parteipräsidenten zu streiten, die wir gerade in der Session gestritten haben. Ich glaube, wie alle Jobs, manchmal lieber, manchmal weniger. Haben wir wirklich 1 Million Franken Spender bekommen? Ja, die SP hat erfreulicherweise in den letzten 40 Tagen über 1 Million Spenden eingenommen. Das war aber nicht eine Grossspende, sondern über 12'400 Menschen haben von 50 Rappen bis 5'000 Franken gespendet, im Schnitt rund 80 Franken. Und das zeigt, dass die SP wirklich von diesen Menschen getragen wird. Was ist eure Position zu Gesichtserkennungssoftware? Ja, ist klar, dass die SP Schweiz da hochgradig kritisch ist, dass man Gesichtserkennungssoftware im öffentlichen Raum einsetzt. Erstens, weil sie oft Fehler hat, immer noch, aber vor allem auch, weil das natürlich dazu kann dienen, also wirklich überprüft, was machen die Menschen im Leben, im Ausnahmefall zum schlimmen Verbrechen aufdecken, kann das Sinn machen, aber sicher nicht breit und flächendeckend. Wie muss man den Bauernverband politisch einordnen? Der Bauernverbandspräsident Markus Ritter, der mit im Nationalrat sitzt, arbeitet lieber zusammen mit Economy Swiss, also für Grosskonzerne, anstatt dass er sich für die Interessen der Bäuerinnen und Bauern einsetzt, zum Beispiel für anständige AV-Renten. Wie schätzt du die Wahlresultate in Deutschland respektive in Bayern ein? Deutschland hat in Bayern und Hessen gewählt, die zwei Bundesländer. Und beidens, muss man ehrlich sagen, eine klare Niederlage für die Regierungskoalition, insbesondere auch für die Sozialdemokratie. Vor allem erschreckend die AfD. In beiden Ländern jetzt praktisch die zweitstärkste Kraft. Das macht mir grosse Sorgen. Was nützt jetzt für die Wahlen noch am meisten in den letzten zwei Wochen? Am allermeisten nützt es, wählen zu gehen, wer das noch nicht gemacht hat. Und am zweitmeisten nützt es, sein Umfeld zu mobilisieren, ebenfalls wählen zu gehen. Gerne auch links.
Weil doch die Hälfte der Stimmberechtigten nicht gehen. Und je mehr wir sind, die gehen, desto wichtiger und besser für die SP. So, ich glaube, an dieser Stelle dürfen wir auch noch euch Danke sagen für all die Glückwünsche zu unserer Jubiläumssendung vom letzten Mal. Da haben uns ganz viele Glückwünsche und Dankeschreiben erreicht, insbesondere auch via Kommentar. Das ist mega schön zu hören, wie viele schon seit einem Jahr dabei sind und hoffentlich auch noch in Zukunft dabei werden bleiben. Wenn ihr wie immer Kommentare oder Fragen habt, an meierwermut@sbschweiz.ch oder in Kommentarspalte. Das mit dem Konfetti-Regen wiederholen wir dann sicher auch zu einer anderen Gelegenheit in dieser Sendung. Wenn wir wieder mal ein Jubiläum haben, es gibt noch eine Ausgabe Meierwermut vor der Wahl am 22. Oktober. Nächsten Montag, eine ganze Woche Zeit, um die Wahlunterlagen am besten für die SP auszufüllen. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns nächste Woche wieder.